Grüezi miteinander. Schnell etwas Organisatorisches. Also die Idee wäre, dass man zuerst ihr könnt euch frei bewegen, hier unten das Hallenbad anschauen. Es gibt ja einen Haufen, die das gerne kennen oder vielleicht schon lange nur gesehen haben, dass man sich ein Bild macht, bevor wir hier anfangen zu erzählen. Hätte eine Art noch Zeit. Wir kommen hier an, die Stege an und ein bisschen gückeln. Willkommen zu diesem besonderen Abend, das Hallenbad von der Gemeinde, von der Schulgemeinde und vom Lukashaus. Also ich darf sagen, 70% gehört immer noch in der Schulgemeinde und 30% im Lukashaus. Ich freue mich, dass ihr da seid und euch interessiert dafür, das Angebot vom Lukashaus steht. Und ich gebe gerne dem Christian. Danke. Ja, auch von meiner Seite herzlich willkommen zu dem Informationsanlass von dem Forum Hallenbad Grabs. Das ist einfach einmal eine Bezeichnung für die Initiative, die wir hier miteinander ergriffen haben bezüglich Hallenbad-Situation. Ein kurzer Rückblick. Im Jahr 2014 hat der Schulrat entschieden, dort haben wir in Grabs noch keine Einheitsgemeinde gehabt. Das war die Schulgemeinde und die politische Gemeinde sind getrennt gewesen. Hat der Schulrat entschieden, den Schwimmunterricht neu ins Flöss, also auf Buchs, und ins Hallenbad auf Eschen zu verlagern. Ausschlaggebend waren dort mal Kostenüberlegungen. Und es hat zur Folge letztlich, das Hallenbad im Lukashaus ist ohne Mitfinanzierung oder ohne der Hauptnutzerschule, hat das einfach keinen Sinn gemacht. Die Folge war, dass das Hallenbad dann im 15. geschlossen worden ist. In der damaligen Medienmitteilung war zu lesen, im W&O, das Hallenbad Lukashaus wird sehr gut gewartet und entspricht den Qualitätsansprüchen derzeit vollumfänglich. Für Kinder vom Kindergartenalter bis ca. zur 2. Klasse ist auch die Größe des Hallenbades ideal. Zudem, was man auch muss sagen, dort mal, ich war hier an dieser Infoveranstaltung zu diesem Thema dabei. Der Schulrat hat natürlich auch die Devise zu Recht herausgegeben, dass der Schwimmunterricht kein obligatorisches Schulfach ist. Man hat gesagt, man könnte, es war nicht die Idee, aber im Notfall könnte man auch einfach mehr turnen. Schwimmen ist nicht obligatorisch, es ist freiwillig. Das einfach nur ganz kurz, man sieht es nicht sehr gut. Der Schwimmstundenplan aus dem Jahr 2013-2014, einfach von der von der Schule her, dort mal, von der Schulgemeinde. Das sind einfach die vier Farben: Grün, Unterdorf, Gelberg, Orange, Quader und Rotfeld. Und gewesen sind die zweiten Kindergärtner, also Kindergärtner, zweite Kindergartenklasse, erste, zweite und dritte Klasse. Bei den Kindergärtnern anscheinend Kleinklasse, ich glaube plus minus 15 Kinder mit zwei Begleitpersonen und erst bis Drittklasse in der normalen Klassengröße einfach. Dann, ganz kurz, es sind weitere Nutzungen oder Benutzer herum gewesen. Also das Hallenbad ist recht vielseitig genutzt worden. Wo vor allem heute noch zu hören ist, Eltern, die hier ein Kind im Vorschulalter haben das sehr geschätzt, weil für kleine Kinder ist es natürlich ideal gewesen. Dann aktuell ist es so, dass anfangs 2019 hat der Stiftungsrat oder die Lukashaus-Stiftung
hat an einem Fachplaner oder einem Fachplanungsbüro den Auftrag gegeben, eine technische Zustandsanalyse durchzuführen. Zur Klärung der Frage, was es kosten würde, Stand jetzt, wenn man das Hallenbad, so wie es jetzt da unten ist, einfach wieder eröffnen will. Das Resultat war, dass die Kosten zwischen 250'000 und 470'000 Franken. 250'000 beinhaltet einfach die ganze Schwimmbadtechnik, was man dort erneuern muss. Plus an der Decke eine Art das Demontieren von der Holzdecke, die Dampfsperre wegnehmen, eine neue Dampfsperre härten und wieder eine Holzschalung montieren. Und dann bei den Blättern die Fugen sanieren, also Blättern Silo, neue Fugen machen. Das wären 250'000. Dann die teurer Varianten wären zusätzlich dazu kommen neue Blättern, also man würde quasi die bestehenden abspitzen, neue Blättern machen. Und noch neue Lüftungsanlagen im Bad und in der Garderobe. Der Punkt ist ja, dass das Lukas-Haus selber, der Betrieb, das Hallenbad eigentlich zunehmend weniger genutzt hat. Oder die Struktur der Bewohnerinnen und Bewohner hat sich verändert. Da haben wir dann irgendwie gefunden, an sich müsste man der Gemeinde das Angebot machen. So wie das Hallenbad jetzt hier ist, tun wir das überlassen, zum Beispiel für 10 Jahre. Kostenlos. Die Gemeinde saniert das nach eigenen Wünschen und betreibt das Hallenbad selber. Betreibt selber heisst, sie hat die Hoheit, wer nutzt wem, wenn in welcher Form, teilt das selber ein, was ist Schulschwimmen, was ist öffentlich und so weiter. Trägt aber natürlich auch die Kosten selber, Betriebskosten, Unterhaltskosten und so weiter. Wir haben die Gemeinde eingeladen zu Verhandlungen, haben das Gefühl, das ist doch eine gute Sache und haben dann im Dezember eine Antwort bekommen, die beinhaltet hat, der Schulrat hat das geprüft. Für Schulschwimmen sei das Hallenbad der Juni nicht geeignet. Oder nur in Kleinklassen möglich. Meine Vermutung ist, ich muss dazu sagen, in dieser technischen Zustandsanalyse hat leider der Mensch ein Sätzchen einkopiert, wo das dahin gestanden ist. Und zwar ist das so zustande gekommen, das ist so eine Normenanalyse. Also es gibt für Hallenbäder Normgrössen und das der Jun hat plus minus 7 auf 15 Meter. Und quasi die Länge, 15 Meter wäre gut, aber dort, wo man Bahnen schwimmen kann, ist es eben enger. Irgendwie, ich weiß nicht, 1 Meter oder 1,20 Meter oder so. Und dann hat es halt ein Ingenieur so, dass er sagt, erfüllt oder nicht erfüllt. Und er hat gesagt, nein, die Norm ist nicht eingehalten, also ist es nicht tauglich. Oder? Und das hat sich irgendwie, wie auch immer, ist auf das geschaut worden. Ich aus meiner Optik sage einfach, ja, das halbe Dorf hat hier schwimmen gelernt. Und alle, die Schwimmschule gegeben haben, sagen eigentlich, es war eben für die, zumindest für die Kleinsten ideal gewesen. Darum hat es geheißen, in dem Schreiben, das wir bekommen haben, der Schulrat jetzt nicht und der Gemeinderat findet in dem Sinn Kosten und Nutzen stimmen somit nicht überein und es hat eine definitive Absage gegeben. Es ist nicht gross verhandelt worden, eigentlich gar nicht. Jetzt muss man unterscheiden, die Stiftung Lukas-Haus nimmt die Antwort einfach zur Kenntnis, oder? Also, sie kann die Räumlichkeiten anders nutzen für einen Tanzboden oder ein Atelier oder was sie gerade für Ideen hat. Es ist schade fürs Dorf, aber es ist kein Schaden fürs Lukas-Haus. Also das stört mich ein bisschen. Auch in dieser Medienmitteilung, muss ich ehrlich sagen, von der Gemeinde, wenn die hinsteht bei aller Solidarität zum Lukas-Haus. Das ist nett, wenn die da ist. Aber in dem Fall war es eigentlich umgekehrt. Die Stiftung Lukas-Haus hat gefunden, wir machen ein grosszügiges Angebot fürs Dorf. Aber für das Lukas-Haus ist das kein Schaden. Das ist ja da. Es ist einfach so, ein Hallenbad mit einem Zeitwert von rund 3 Millionen würde eingestampft werden. Das ist die Konsequenz. Jetzt, ich als Stiftungsrat bin ein bisschen, wie soll ich sagen, in einer Doppelrolle. Also, ich bin der Einzige, muss vielleicht dazu sagen, ich bin der einzige Stiftungsrat, der seinen Wohnsitz zu Grabs hat.
Ich bin hier unten in der Stude einen Steinwurf weg aufgewachsen. Ich habe selber hier schwimmen gelernt. Meine Mädchen haben hier schwimmen gelernt. Der Bub nur, dort war es schon zu. Und mir war einfach relativ viel bekannt von den Sachen, die ich jetzt eigentlich in der Zeitung stehen. Und ich hätte das eigentlich auch gerne verhandelt, aber es ist nicht dazu gekommen. Und meine Frage war einfach, ja, sagt man jetzt einfach, ja, wer nicht will, hat kann. Oder greift man es nochmal auf? Ich habe das auch probiert, nochmal aufzugreifen. Ich habe ein Schreiben gemacht am Gemeinderat. Ich habe darum gebeten, wenn wir nicht das nochmal abhandeln. Die Antwort war, ja, nein, es hat sich nicht verändert. Wir sehen es nicht. Was hat sich aus meiner Sicht verändert? Also veränderte Situation zum Entscheid 2014. Der erste Punkt ist der Eigenbedarf der Stadt Buchs. Da werden wir nachher sicher in der Podiumsdiskussion nochmal hören. Also die Stadt Buchs kündet seit längerem an, Hallenbad Flöss ist überfüllt, überbucht und in absehbarer Zeit werden die Nachbargemeinden und somit auch Grabs weniger bis gar keine Zeit mehr haben für Schulschwimmen. Heute ist im Lehrplan sind Kompetenzen definiert. Man kann jetzt darüber diskutieren, wie erreicht man die Kompetenzen, aber sie sind definiert. Dann ist eine entscheidende Änderung für mich auch das Thema Ökologie. Also das Lukas-Haus-Areal wird neu ans Fernwärmenetz vom Verein für Abfallentsorgung angeschlossen. Also wenn das reaktiviert würde, wäre die Wärmequelle wäre Wärme aus Abfall. Und was jetzt mittlerweile, denke ich, generell bekannt ist, es hat einfach grundsätzlich fehlende Wasserzeiten für Schulen, Schwimmclub, Freizeitschwimmer, kleine Kinder, grosse Kinder und so weiter. Es hat wenig Wasserzeiten und es ist ein Bedürfnis. Hier ganz kurz, das lese ich jetzt nicht einlesen. Das ist der Auszug aus dem Lehrplan 21. Das sind einfach Kompetenzen definiert. Oder, da habe ich jetzt ein paar Mal gehört, ja, ist denn obligatorisch oder nicht obligatorisch. Es ist einfach definiert, was sie sollten können und ob man das mit regelmäßigem Schwimmunterricht erreicht oder saisonal, dass man sagt, ja, bei uns, wir haben die Möglichkeit nur im Winter schwimmen oder nur im Sommer schwimmen, das ist alles nicht vorgegeben. Kompetenzen sind vorgegeben. Dann habe ich am 22. Januar den Leserbrief im W&O platziert, wo ich angekündigt habe oder wo ich schnell einfach darauf aufmerksam gemacht habe, was da das Thema ist und den Start von dem Forum gestartet habe. Das Forum bezweckt eigentlich wirklich die seriöse Prüfung von der Thematik Hallenbad in der Gemeinde Grabs unter Berücksichtigung von der Ausgangslage in den übrigen Gemeinden von der Region Werderberg. Hier haben wir ein Beispiel vom 2019 von Niederhelfenschwil im Kanton St. Gallen. Die Gemeinde hat 2800 Einwohner rund. Die haben so ein Lernschwimmbecken, Sprachbruck heisst das, das ist 12,5 Meter lang. Ein anderes Beispiel auch, ein Lernschwimmbecken von Hinwil, 8 auf 16 Meter, das ist schon recht vergleichbar mit dem hier unten. Das ist saniert worden, 2018/19 für 3,6 Millionen. Das ist mit Garderobe und allem Möglichen. Aber es zeigt einfach quasi, was es anderen Gemeinden offensichtlich wert ist. Also ein Neubau von einem Schulschwimmbecken, 10 auf 15 Meter, das sind also die kleinen Schulschwimmbecken. Also Flöss ist 25 Meter lang. Kostet neu etwa 5 bis 6 Millionen. Und das Defizit ist plus minus 150'000 pro Jahr. Das ist so eine Grössenordnung. Ein Neubau Hallenbad 25 Meter, also so ein bisschen ähnlich wie das Flöss. Was ich gesehen habe, bewegt man sich dort so zwischen 12 und 15 Millionen und bei einem Defizit von plus minus 300'000 Franken pro Jahr. Das ist so eine Traglufthalle. Also da gibt es jetzt zunehmend Beispiele, dass man bei Freibädern, wenn die Sommersaison vorbei ist, anstatt einwintert, so eine Traglufthalle drüber tut und dann heizt, und, also man tut selbstverständlich das Wasser heizen und die Umgebung, also den Innenraum heizen. Und das ist natürlich wesentlich günstiger als ein bestehendes Hallenbad. Das ist sehr interessant, weil man ja, ich sage jetzt auch von der Bodennutzung her und so weiter. Es ist eine bestehende Infrastruktur. Und man redet, das ist jetzt ein ganz grober Wurf. Ich würde sagen, wenn man noch winterfeste Garderobe machen muss, die Heizung installieren und so weiter, dann redet man wahrscheinlich schnell von 2 Millionen. Also das Mobildach, also die Traglufthalle selber, die ist so 500'000, 600'000.
Aber wenn man ja keine Garderobe hat, die man im Winter nutzen kann, dann muss man das rundum oben bauen. Jetzt ist die Frage, wie weiter? Das ist meine letzte Folie. Die Frage ist jetzt einfach, soll der Gemeinderat auf diesen Entscheid zurückkommen und das Hallenbad Lukashaus für zum Beispiel 10 Jahre übernehmen, sanieren und betreiben, jetzt in Anbetracht der Tatsache, dass jetzt die Fakten langsam auf dem Tisch sind? Falls der Gemeinderat das nicht will, also wenn das nicht stattfindet, soll allenfalls die Bevölkerung an der Urne abstimmen über eine Wiedereröffnung. Zum Beispiel mittels Initiative, das ist ja in der neuen Gemeindeordnung Artikel 22 vorgesehen. Man braucht 400 Stimmen, dann kann man über einen Sachverhalt abstimmen. Oder soll man die Diskussion abschliessen und sagen, das Lukashaus Hallenbad kann man jetzt definitiv abbauen. Und dann noch eine Zusatzfrage zu der Lösung Traglufthalle. Soll der Gemeinderat Grabs mit der Stadt Buchs eine mögliche Lösung finden, wenn das Buchs überhaupt wollen? Das ist ja Eigentum von der Stadt Buchs. Und mindestens Bereitschaft signalisieren, man wäre bereit zum Mitfinanzieren. Nebst dem, dass mit dem Lehrplan 21 etwas Neues da ist, haben wir aber auch steigende Schülerzahlen und Sanierungsprojekte in der Region, müssen es gehört haben. Ich komme aus dem Rheintal, wir im Rheintal haben momentan Gerka, Hallenbad, Altstädt ist im Bau, Balgach ist im Bau. Das einfach noch so eine Randbemerkung. Über die Situation hier zu Grabs, mögliche regionale Lösungen, Bedürfnisse von Schulen und Schwimmclubs, wie auch die Situation im Hallenbad Flöss zu Buchs, reden wir heute Abend an diesem Informationsanlass. Begrüßen Sie mit mir Katrin Frick, Schulratspräsidentin und Vize-Stadtpräsidentin von Buchs, den Niklaus Liebbune, den kennen Sie sicher, Gemeindepräsident hier von Grabs, der Matthias Wettsteig, Schulratspräsident von Gams, der Erich Kolle, Präsident vom Schwimmclub Flöss und der Christian Liebbune, den wir bereits gehört haben, Initiant vom Forum Hallenbad Grabs. Mein Name ist Ralf Dietsch und ich darf Sie heute durch den Abend begleiten. Wir haben heute Abend doch schon einiges gehört betreffend Hallenbäden. Ich wollte jetzt sozusagen noch mal ganz vorne anfangen, bei dem zumindest, wo die mediale Welle ausgelöst hat. Niklas Liebbune, das Lukashaus hat der Gemeinde sozusagen das Bad wieder schenken, zumindest einmal für 10 Jahre. Der Gemeinderat hat das Geschenk abgelehnt, ohne zum nur ein Gespräch zu führen. Wir haben die Enttäuschung rausgehört, die da ist. Ist da nicht ein bisschen arrogant gewesen vom Gemeinderat? Ja, guten Abend miteinander. Wir haben entsprechend den grössten Nutzer, der es für einen Wiederinbetriebnahme von dem Hallenbad Lukashaus ist, wäre bei uns Schule. Und aufgrund von dem sind wir hergegangen und haben dem Schulrat den Auftrag gegeben, das anzuschauen. Und sie haben das beraten und entsprechend auch den Fokus auf die Kosten und auf die Qualität abgestellt. Und dort hat der Christian Bahr schon gesagt, hat es da einen Bericht von Amstein und Walter, wo dahin steht, dass entsprechend das nicht ein geeignetes Bad ist für Schwimmunterricht von der Schule. Und aufgrund von dieser Empfehlung, also der Schulrat hat dann entsprechend gesagt, sie hätten kein wieder in Betrieb genommen vom Hallenbad Lukashaus. Und aufgrund von dem hat der Gemeinderat auf dieser Empfehlung einen negativen Entscheid gefällt. Überrascht hat mich der Entscheid, vor allem, als ich recherchiert habe und geschaut habe, wie Sie vor 4 Jahren gearbeitet haben. Vielleicht kennt ihr jemanden, der Wahlflyer von Niklas Liebbune. Und da drinnen steht wörtliche Wiedereröffnung des Hallenbades Lukashaus ist zu prüfen, sodass der Schwimmunterricht vom Kindergarten bis zur zweiten Klasse wieder in Grabs durchgeführt werden kann. Dies macht aus ökologischer Sicht Sinn. Ist das einfach ein leeres Wahlversprechen gewesen? Wie da richtig aufgezeigt wird, ist das auf dem Wahlflyer gesehen 2016. Ist auch im Internet der Film nicht dahin, wo ich das so erzähle. Also von dem her sieht man daraus aus, dass ich für eine Prüfung oder wieder in Betrieb nahm, war. Und entsprechend kann man aber festhalten,
dass der Schulrat keinen Bedarf gesehen hat zu dieser Wiederinbetriebnahme. Und der Gemeinderat hat das entsprechend entschieden. Ich als Gemeindepräsident habe die Aufgabe, das Kollegialitätsprinzip zu wahren und vertrete entsprechend den Gemeinderat hier gegen aussen. Christian Littbrunner, Sie sind nicht nur Initiant von dem Forum, das Sie da heute Abend jetzt vorgestellt haben, Forum Hallenbad-Krabs, sondern auch Stiftungsrat von Lukas-Haus, wie Sie auch selbst schon offen geleitet haben. Sind Sie einfach enttäuscht von dieser Absage und wollen jetzt ein bisschen Stimmung machen gegen den Gemeinderatsbeschluss? Nein, Stimmung. Stimmung sowieso nicht. Und wie gesagt, also aus Optik Stiftung ist es schwer verständlich, aber kein Schaden. Also die Stiftung kann das Lehrloch, kann den Raum nutzen, wie auch immer. Nutzt jetzt Hallenbad auch nicht. Ja, es ist... Aber die Enttäuschung können Sie ja schon nicht ganz verbergen, dass nicht einmal ein Gespräch stattgefunden hat. Ich könnte auch sagen, ein bisschen aus Grab sagt man, da oben bin ich halt ein bisschen. Also ich sage, es ist, hat mich verrückt gemacht. Das muss ich sagen, hat mich verrückt gemacht. Vielleicht auch, weil ich wirklich viel von der Ausgangslage, die ich so geschildert habe, ist dann halt eben bekannt gewesen. Also die Knappwasserzeit ist bekannt gewesen. Und ich meine, und die Stadt Buchseck schon früher bekannt ist, dass es langsam oder schneller, das weiß ich nicht, aber dass es eigentlich so weit ist, dass es reduziert wird. Darum hat es mich schon eine Stunde. Ja. Auf das kommen wir nachher noch. Matthias Wettstein, die Wasserzeiten, wenn wir es gehört haben, Hallenbad Flöss wäre gekürzt für die Aussengemeinden, weil es Buchs selber braucht. Wenn man jetzt Ihnen so ein Geschenk angeboten hätte, hätten Sie das angenommen? Ob wir es angenommen haben, wüsste ich jetzt nicht, kann ich jetzt nicht sagen. Aber ich glaube, wir wären sicher mal mit den Herren gekocht ist und hätten es ganz angeschaut. Die Gamsen sind angenehm, kann man sagen, das Gamsen. Nein. Anders gefragt, könnten Sie sich vorstellen, dass ganze Schüler in einem so einem Schwimmbad, wie wir hier unter uns haben, würden lernen schwimmen? Ja. Kurz und bündig ja. Eignet sich denn Lukas-Haus überhaupt für Schulschwimmen? Vielleicht müssen wir da mal den Schwimmexperten fragen vom Schwimmclub. Ja, der Experte bin ich ja nicht, ich bin der Präsident. Aber wir haben ja ein bisschen schlau gemacht und man ist da jahrelang, jahrzehntelang hat man da einen Schwimmunterricht gegeben. Und wir haben jetzt von Schwimmlehrerinnen gehört, dass es eigentlich besser gegangen ist, weil man viel für sich allein war, weil man nicht so einen Lerner hatte. Also Schwimmlehrerinnen haben gesagt, für die Kleinen sei das eigentlich ideal gewesen. Hat denn die Wiederinbetriebnahme von dem Lukas-Haus-Schwimmbad auch für den Schwimmclub Flöss gewisse Vorteile? Also wir begrüßen natürlich jede Wasserfläche, die man in der Region schafft. Wir könnten zum Beispiel mit dem Mini-Team, mit den ganz Kleinen, könnten wir, hat man früher schon trainiert. Wir könnten Privatstunden anbieten, wo wir zu Buss keinen Platz mehr haben. Das würde uns schon etwas helfen. Es löst jetzt nicht das Problem für die guten, grösseren Schwimmer, aber für die Kleinen würde es auch extrem etwas bringen. Kathrin Frick, die Stadt Buchs ist in einer äußerst komfortablen Lage und Situation. Sie haben sozusagen ein eigenes Hallenbad und bestimmen jetzt, wer dort dann noch darf schwimmen und wer nicht mehr. Will man denn jetzt einfach die auswärtigen Schüler der Nachbargemeinde nicht mehr in dem Schwimmbad haben? Sind die nicht mehr erwünscht im Buchs? Nein, wir haben sehr gerne die Schüler von den anderen Gemeinden, solange wir Platz haben, sind uns sehr willkommen. Wir finden es auch immer schön, wenn wir als Zentrumsgemeinde auch Sachen anbieten können, wo andere auch herkommen. Wir selber gehen auch wieder an andere Orte Sachen benutzen, die wir nicht haben. Wenn ich jetzt so eine Berichterstattung angeschaut habe, seit das Thema angestoßen worden ist, habe ich so den Eindruck gehabt, die Grabsen sind fast ein bisschen überrascht, dass die irgendwann nicht mehr schwimmen auf Buchs. Haben Sie denn die hier auf die Botschaft einfach verheimlicht? Das hat mich extrem erstaunt. Damals, als das Lukas-Haus-Bad zugegangen ist, das ein Thema der Schulratspräsidentenkonferenz. Sind wir gefragt worden, wie es bei uns aussieht. Damals war noch Diego Forer Schulratspräsident. Und wir haben gesagt, Buchs ist am Wachsen. Das sieht jeder. Wir bauen Schulhäuser, eins nach dem anderen wird erweitert. Wir haben jedes Jahr 1 bis 2 Klassen mehr. Es braucht mehr Wasserplatz. Und er hat schon gesagt, es wird in mittelfristig weniger und kein Wasserplatz mehr. Würde die Wiederinbetriebnahme, Reaktivierung von dem Lukas-Haus-Bad aus Ihrer Sicht die Engpässe beseitigen? Könnte man das machen? Könnten die Buchsen, die Kleinen auch hierher kommen, dann könnten die Grossen Grabsen dafür auf Buchs? Nein, bei uns tun ja die Kleinen schon im Nicht-Schwimmer-Becki schwimmen. Also die tun nicht das grosse Schwimmer-Becki belasten. Nein, die Buchsen gehen dann mehr nicht durch, aber es würde definitiv eine Entlastung geben. Gerade auch für die Öffentlichkeit, weil jetzt ist unser Schwimmbad so fest besetzt,
dass die Öffentlichkeit dort schon mal nur eine Bar hat zum Schwimmen. Und wir hätten eigentlich gerne mehr, auch für die. Christian Liebbrunner, wir haben es von verschiedenen Worten schon gehört. Kein Lukas-Hausbad wäre sozusagen ein Tropfen auf den heißen Stein. Es würde noch nicht lange, um die Problematik, die wir jetzt hier aufgezeigt haben, mit den Wasserzeiten zu lösen. Wieso macht es aus Ihrer Sicht trotzdem Sinn? Da ich sage jetzt mal rund 400.000 Franken, wenn man für die bessere Variante wählen will, zu investieren. Ja, grundsätzlich würde ich sagen, ist schwarz-weiß denken, also quasi man löst das Problem auf einen Schlag ganz oder man macht gerne nichts, ist wahrscheinlich nicht angebracht. Oder? Also, ich würde sagen, es ist mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein. Wir haben vorher gesehen, wie es genutzt worden ist. 4 Schuleinheiten, 2. Kindergarten bis zur 3. Klasse. Jetzt sagen wir, 3 Klassen sind vielleicht schon etwas gross. Wenn es nur bis zur 2. Klasse ist, das sind doch einige Lektionen. Und es trägt einfach zur Entspannung bei. Also, man nimmt ein bisschen von den anderen Wasserzeiten weg daher. Und kommt dazu, dass es halt, dass sie noch Meldungen waren von Schwimmlehrern und auch Lehrkräften, dass es halt sehr schön war, man hat mit der Schulklasse können da rumlaufen, es ist nach, es ist angenehm gewesen. Und dann kommt einfach noch der ganze Bereich außerhalb von der Schule. Also eben, man hat auch noch öffentliche Wasserzeiten sonst da gehabt, das heisst, es würde der ganze Bevölkerung etwas bringen. Niklas Liebbrunner, wir haben jetzt gehört, man würde zur Entspannung beitragen, nicht nur entspannen, weil man schwimmen kann, sondern die Entspannung von der aktuellen Situation, die Situation, die noch kommt, mit noch mehr Wasserknappheit, Schwimmflächenknappheit. Der Gemeinderat, beraucht er jetzt auf dem Beschluss oder überdenkt man den jetzt nochmal? Weil eben, wie man gehört hat, würde ich vielleicht sogar ganz daher kommen lernen schwimmen. Oder vielleicht will man ganz sehr gerne. Scherz beiseite, ist der Grundsatz natürlich so, dass man jetzt aus den Zeitungen, wie der Christian vorher aufgezeigt hat, entsprechend jetzt viel geschrieben worden ist, seit der Entscheid vom Gemeinderat hier gefällt worden ist, in Bezug auf Wasserzeiten, die hier nicht nur vergrabt in dem Sinn wegfallen, wenn man jetzt das von Buchs gehört oder auch das jetzt heute in Ischen, ist natürlich die Problematik, die auf die ganze Region Werdenberg herkommt. Und ausser in dem Sinn natürlich auf die Stadt Buchs, die mit dem Flöss in der guten Ausgangslage sind. Und von dort her ist natürlich jetzt die Frage, ja, ist jetzt das etwas, wo der Gemeinderat Grabs nochmal anschaut? Oder müssen wir jetzt hergehen und sagen, ja, mit der Situation, die von Ischen und von Buchs ist, bin ich der Meinung, ist es nicht nur ein Grabsproblem, sondern ein regionales Problem. Und da muss ich jetzt sagen, würde ich eigentlich gerne das Ganze bei uns in der Region, bei den Gemeindepräsidenten, weil wir aufgrund von diesen Wasserzeiten mit dem Lehrplan 21 nicht nur ein Problem von Grabs haben, sondern ein regionales. Und mittels eben, dass wir das dort bei den Gemeindepräsidenten anschauen, wird das auch wieder ein Thema in den einzelnen Räten hin. Und somit dann in der Fuß und zu Grabs. Also man merkt, Grabs hat die Situation erkannt. Eure Berichterstattung über das Forum findet da ein bisschen Denkwandel statt. Wie sieht denn da das Ganze aus? Hat man sich schon Gedanken gemacht über die Problematik oder hat man die auch noch nicht wahrgenommen? Wie löst man es bei Ihnen? Also man hat die Problematik angenommen, das ist uns so bewusst. Im Moment haben wir noch die luxuriöse gute Lage, dass wir noch Wasserzeiten im Flöss haben. Aber wir sind natürlich auch schon mal mit Lichterschein-Schwimmbädern und so weiter am Schauen gewesen. Das wäre natürlich unter Umständen eine sehr gute Lösung, auch für uns. Aber ich denke, da müssen wir wirklich zusammensitzen, das anschauen, wie sieht die Lösung noch aus. Eine Lösung, die eben noch nicht die Endlösung wird sein, da wird vermutlich mehr brauchen. Eine Idee, wir haben es vorhin gesehen, wäre die Traglufthalle, sozusagen das Freibad Buchs überdachen über den Winter, damit man dann auch in der Winterzeit nutzen kann. Katrin Frick hat sich da der Stadtrat Buchs auch schon mal Gedanken gemacht. Wenn man so gehört hat, ist glaube ich, schon mal ein Anstoß von außen gekommen. Ja, vom Schwimmclub Flöss, die sind mal bei uns gewesen und haben ihre Situation vorgestellt und haben dann können jetzt auch mehr Wasserzeiten bekommen und das Bad auch mehr noch absperrt für sie, das ist extrem wichtig. Und dort haben sie die Idee vorgestellt von dieser Traglufthalle. Und das hat man dann so besprochen und das ist eigentlich eine glatte Idee. Aber für uns als Buchs ist das in dem Sinn nicht relevant gewesen, weil wir immer noch genug Wasserzeiten haben. Aber wenn das von der Region Interesse wäre, dann ist sicher eine Gesprächsbereitschaft da.
Aber wir sind jetzt nicht die, die das anstoßen. Also Katrin Frick hat zumindest einmal gesprächsbereit, Christian Lippbrunnen. Das ist einmal schon ein gutes Zeichen, das ist oder? Wie stehen denn Sie zu einer so Idee, von einer so einer Traglufthalle? Grabs hat ja den gleich kein eigenes Hallenbad, aber das Problem für die Schule wäre allenfalls gelöst. Ja, also ich glaube, ehrlich gesagt, ohne dass es so relevant ist, ob man jetzt zu Grabs oder zu Busgacken schwimmen. Also, als ich ein Bub war, sind wir ja überfriert mit dem Velo ins Freibad Buchs im Sommer. Also, da muss man nicht heiß im eigenen Dorf. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, es tut sich ja gerne jetzt in dem Sinn konkurrenzieren. Das Hallenbad da unten ist ganz etwas anderes, als jetzt so ein überdachtes Freibad wäre. Das ist, denke ich, eher für die grösseren Schüler wäre es ideal. Für Sportschwimmer, für Sportanlässe. Ich finde es eine ganz geniale, spannende Idee. Ich würde aber nicht sagen, dass man wegen dem Seben müsste da unten dicht schauen, weil das ist ein anderes Klientel. Sie haben die ganze Diskussion angestoßen gehabt. Wie sehen Sie denn da? Konzentrieren Sie sich in dieser Diskussion selber auf das Lukashausbad? Oder sind Sie auch dabei, wenn man eben das Problem sozusagen von der Schule damit lösen mit beispielsweise einer Traglufthalle oder sagen Sie auch, mit dem Neubau von einer zusätzlichen Hallenbahn? Ja, ehrlich gesagt würde ich am liebsten mich wieder meinem normalen Alltag widmen. Go bedeln, oder was? Nein, genau nicht. Ich bin da irgendwie in das hier geraten, weil ich Stiftungsrat bin und die Situation kenne und gemerkt habe, man muss etwas machen und aufklären. Oder? Und ich habe eigentlich sehr bewusst, dass es so gemacht hat, dass ich sage, es sollte jetzt nicht eine Diskussion sein, Hallenbad, Lukashaus, ja, nein, zur Abstimmung bringen und irgendwie im Tunnelblick pro und contra, sondern einfach mal kurz ein bisschen öffnen, die Ausgangslage darlegen. Und meine, wenn die Frage ist, was denke ich persönlich, dann würde ich halt sagen, es ist doch eine gestaffelte Geschichte. Das Hallenbad der Junge ist sehr schnell reaktiviert. Ich würde sagen, mit niemals wirklich die Baubewilligung brauchen. Aber es braucht gewisse Bewilligungen, Vorlaufzeitplanung, aber plus minus in einem Jahr wäre es wahrscheinlich reaktiviert. Und so eine Traglufthalle Buchs, das ist jetzt einfach eine Idee, oder? Also, bis das wirklich gebaut wäre und realisiert wäre, reden wir wahrscheinlich schnell von 2-3 Jahren. Und ich würde halt sagen, das eine tun und das andere nicht lassen. Und dann hat man auch Zeit, wenn man meint, das brauche ich darüber aus noch mehr. Eben, ob das Flößvergrößerung oder was auch immer ist, das braucht noch mehr Zeit. Aber wir hören es, haben es jetzt gelesen, das ist sehr ein akutes Thema. Matthias Wittstein, so eine Traglufthalle, ist da aus Ihrer Sicht ein Luftschloss oder ist da eine Lösung, die die Schule ganz ohne Freude trägt? Also wird sicher, so wie schon gesagt, ist wahrscheinlich keine ideale Lösung für kleine, also Kindergarten, erste Zyklus sein. Aber die anderen wollen ja auch keine Wasserfläche mit den Grössen. Genau. Also, kann unter Umständen durchaus eine Lösung sein, so eine Traglufthalle. Ich habe heute Abend zuerst mal von dieser Idee überhaupt gehört. Auch hier, man müsste es anschauen und wahrscheinlich sicher müssen wir es in der Region so etwas anschauen. Also ich glaube, da sind ja auch Gemeindepräsidenten eigentlich gut vernetzt. Das wäre jetzt eigentlich so etwas, wo, glaube ich, dort richtig platziert wäre. Ist sich die Gemeinde Grabs bewusst, dass der Schwimmunterricht vermutlich in Zukunft teurer wird? Weil bis jetzt sind ja die Buchsen noch freundlich und haben sie immer ein bisschen subventioniert. Ach, die Buchsen sind grundsätzlich immer freundlich. Und daher, würde ich jetzt so sagen, aus dem heraus, was ich aus der Zeitung lese, mit dem, dass Lehrplan 21 die Schwimmzeiten erhöht man, weil das Buchs kommt man nur dazu, ist grundsätzlich ja die logische Folge daraus, dass das Ganze teurer wird. Ja. Schwimmclub Flöss überdachen von der 50 Meter Bahn wäre wieder fast ein Traum. Ja, also ein Traum wäre das Olympiabad. Oder das Olympiabad über der Rhein mit den Wertesteinen. Und oben drauf Spital. Genau. Aber mit Träumen, ja, mit Träumen haben wir im Moment nicht gegessen. Ich bin da ein bisschen anders gestrickt. Wir sind Sportler und wir hätten eigentlich am liebsten Mannschaft. Weil die würden lieber Mannschaft trainieren in den ersten 10 Jahren. Sepp kann Ihnen versprechen, das wird nicht funktionieren. Da würde ich die Hand ins Ich sage jetzt, man hat ein bisschen Zeithorizont. Ich kann mich auch noch fristen nachweisen. Und das könnte man relativ schnell machen. Das würde viel helfen. Nicht nur Schulschwimmen, nicht nur Flöss, sondern auch noch
für Hebammen, für Spital. Ich denke, das wäre eine schnelle, gute Lösung. Relativ günstig. Davon ist man sich schon fast einig. Vielleicht kann man das Gespräch muss ich nur noch mit jemandem weiterführen, bald ein bisschen alle die gleiche Meinung. Man könnte ja das schnell angehen und das andere nicht sein lassen. Genau. Katrin Frick, zur Traglufthalle. Ökologie in der heutigen Zeit ist ja immer noch Thema. Verpufft denn da die Energie nicht einfach? Hat man sich da schon Gedanken gemacht, dass sich da Stadtbuchs überhaupt erlauben, rein aus ökologischen Gründen? Also so konkret haben sich nie Gedanken gemacht. Ich weiß auch nicht, wie das denn isoliert ist und so. Aber Fakt ist, dass wir das Buchs VWV haben mit der Fernwärme. Das wäre kein Sachtenherz, von dem hat man geredet. Und Buchs ist ja Energiestadt Gold, glaube ich, oder so. Die wären sicher Wert darauf, dass das gut unterwegs wäre, wenn man so etwas würde. Andere Möglichkeit wäre, wie wir es auch gehört haben vorhin, dass die Werdenberger Gemeinden sich vielleicht zusammentun, wie da im Rindtal der Fall ist, beim Hallenbad in Altstetten, zusammen einen Zweckverband gründen für ein neues Hallenbad. Wäre so etwas aus Ihrer Sicht auch denkbar, Niklas Lippone? Also grundsätzlich kann ich mir so einen Zweckverband vorstellen. Eben, wie ich vorher gesagt habe, von mir aus gesehen, ist aufgrund von der Thematik, die wir haben, wie der Matthias vorher gesagt hat, und Katrin, also es ist eigentlich jetzt aufgrund von dieser Situation ein regionales Thema und darum ja, ist ein Zweckverband wirklich ein Punkt, wo man sich daran überlegen kann. Aber da meine ich, da wäre jetzt eben der Aspekt, um das mit dem Gemeindepräsidenten am Werdenberg dort das einzubringen und aufzuzeigen, was denn jetzt welche Themen sind. Ein Thema, das schnell vermutlich wieder der Standort zum Thema wird, wenn man den Dörfergeist hat. Wo müsste denn so ein Hallenbad stehen? Ja, das habe ich mir jetzt auch nicht wirklich überlegt, oder so spontan. Also, Dörfergeist ist sicher immer ein Thema. Denke ich, ist jetzt sicher auch nicht zentral. Wenn man jetzt sieht, dass die Schwimmzeiten einfach kleiner werden, dann denke ich, würde man auch miteinander eine Lösung finden, wo denn das solltest du. Selbstverständlich ist ein Standortgemeinde, wo wie sagt man, Infrastruktur anbietet, ist sicher immer attraktiv, aber ich denke, da müsste man dann in der Region anschauen. Katrin Frick, andere Möglichkeiten wäre ja, wenn man allenfalls Hallenbad Flöss noch erweitern würde. Hat man dort den Platz überhaupt noch? Also grundsätzlich, hast jetzt, nachdem du das schon mal gefragt hast, schon mal noch abgeklärt. Und man hat grundsätzlich schon Platz, wenn die Ortsgemeinde mithelfen würde und uns gegen Süden noch Boden gibt. Aber es ist auch wie bei den anderen Schulhäusern, die Oberstufe wird auch wachsen, wenn die anderen nur noch kommen, werden wir dort auch müssen erweitern. Und in Flöss ist einfach unser grosser Sportplatz, wo wir schon nicht gerne hergehen. Aber diskutieren können wir sicher. Auch wieder da diskussionsbereit. Ich Koch, weißt du denn aus Ihrer Sicht, was wäre aus Ihrer Sicht die ideale Lösung? Flöss erweitern oder irgendwo einen zusätzlichen Neubau? Neubau mit 50 Metern, ich weiss die Antwort. Nein. Ja, es ist, wenn man jetzt natürlich ideal, ja, eben ideal ist per 50 Meter Becken, sei das im Flöss oder irgendwo anders. Im Flöss hat man einfach gewisse Synergien, wenn man ja nicht nur Baukosten anschaut, sondern auch noch darunter an. Flöss hat man schon Parkplatz, man hat schon eine Aula, man hat Badmeister schon dort. Also man könnte zum Beispiel gleich am Badmeister wahrscheinlich beide Bäder überwachen, so ein bisschen gescheiter bauen. Also man hätte relativ grosse Synergien im Unterhalt. Bauen würde wahrscheinlich gleich viel kosten, sei es auf der grünen Wiese. Von dem her ist es ein bisschen realistischer für mich, die Flöss als irgendwo auf der grünen Wiese. Ausserst man würde eine Hallenbad bauen im Freibad. Dann natürlich auch eine Variante. Und man könnte irgendwie auftun im Sommer. Das wäre natürlich auch noch eine Idee. Aber dann geht es auch lang. Ja, aber Sie wollen es ja heute schon. Aber Sie haben Ihnen versprochen, dass Sie es heute nicht überkommen. Und schnell gehen eben das. Genau. Jetzt, Sie sind ja wieder ein Hilfiger in Hallenbäder unterwegs. Was muss denn heute so ein Hallenbad alles erfüllen? Was für Bedürfnisse müssen da erfüllt werden, dass so eins auch Publikum anlockt, nebst dem ganzen Schulschwimmen? Also es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Das eine ist einfach der Sport, den wir betreiben. Oder? Das ist schon relativ gut besetzt mit den Leuten. Was man natürlich schon auch könnte, wäre das Freibad ein bisschen besser auslasten, wenn wir im Sommer einfach nur heizen. Von der VfV so ungefähr die halben Tage sind schlecht Wetter und es kalt. Und die Leute nicht gehen und wo man auch nicht trainieren können. Also wenn man nur schon das Freibad heizen, könnte man dort schon verdoppeln. Von der Auslastung her, mindestens fürs Training. Christian Lippunner, zahlen Menschen, ein neues Hallenbad würde etwas kosten.
Erweiterung vom Flöss würde etwas kosten, wer soll da auch zahlen? Ja, wahrscheinlich der Steuerzahler. Also, es ist immer so, also öffentliche Leistungen kosten und öffentliche Hallenbäder sind eigentlich nie rentabel. Oder es gibt die Freizeitbäder, wo halt, da muss man sehen, da sind die Eintritte entsprechend. Aber ein öffentliches Hallenbad, wo man das Gefühl hat, dass eine normale Familie können, zu einem normalen Preis baden können, das rentiert nicht. Das gibt ein Defizit. Und es ist etwas speziell, habe ich gemerkt, dass man bei den Hallenbädern, ich glaube, der kommt von dem her, weil es einen Eintritt gibt, also es gibt einen Ertrag, macht man Renditerechnungen. Das macht man bei einer Turnhalle nicht und eigentlich bei keiner öffentlichen Leistung, Sachen, Infrastruktur macht man das, aber weil man so warm hat, man hat einen Eintritt und dann tut man Kosten und Ertrag gegenüberstellen und ich denke, das ist eigentlich falsch. Man müsste schauen, was sind die Kosten unter dem Strich und wie viel in der Bevölkerung bringt es. Niklas, ich habe eine gute Idee, in Zukunft noch Eintritt für die Turnhalle verlangen, ist für die Gemeindekasse noch gut. Der Betrieb vom Hallenbad ist ja nicht kostendeckend. Wie teuer darf denn so eine Infrastruktur überhaupt haben? Kathrin Frick, vielleicht haben Sie da ein bisschen Erfahrungswert. Wie viel Defizit das ist? Genau. Das ist etwa die 300'000. Die 300'000. Und da ist man bereit zum Tragen. Also grundsätzlich haben wir ein paar Turnhallen, also tun wir jetzt schauen, dass wir die Eintritt verlangen. Nein, es ist die Situation natürlich so, dass eben die Investition und der Betrieb vom Hallenbad, das kostet etwas, eben, das ist ja aufgezeigt worden, aber da ist dann etwas, wo man jetzt mit der Thematik, die wir haben, ist das ein Thema, wo der Steuerzahler, also wie der Christian gesagt hat, wo entsprechend die Bevölkerung sagen, was sind wir bereit zum Zahlen, weil wir haben eigentlich aufgrund von den Sachen, die da aufzeigen, einen Auftrag zum Infrastruktur bereitstellen. Matthias Wettstein, wir haben vorhin ein bisschen über Standort geredet. Gams hat einen wunderschönen Golfplatz. Wäre es nicht noch schön, wenn wir dazu so 50 Meter Becken bauen? Ein Golfplatz unten. Unter Umständen weiss ich aber nicht. Wir haben die Gemeinde noch aufwerten, oder? Höchstens jetzt dort gerade noch die entsprechenden Bauzonen dazu hat. Ich denke, ob in dieser Standortfrage, da müssen wir schauen. Und da, wenn man jetzt auch eins auf die grüne Wiese steht, da müssen wir sicher sehr gut schauen, wie denn das auch von den Kosten her ist. Also da würde ich dann jetzt schon in einem ersten Schritt mal die Lösung hier anschauen, konkret, bevor man jetzt einfach sagt, jetzt stellen wir eins auf die grüne Wiese.